kann man mit einer gezielten Ernährung sein Leben verlängern und generell natürlich dann auch die Gesundheit verbessern? Das gucken wir uns heute an. 10 Jahre länger leben hört sich natürlich immer super an. Gibt auch viele da draußen, die sowas versprechen. Du kannst mit einer veganen Ernährung deutlich älter werden. Da gibt es dann die Leute, die 100 Jahre alt werden und solche Geschichten. Du kannst mit intermittierenden Fasten älter werden, Kalorienrestriktionen oder ähnliches. Also sehr viele verschiedene Versprechen, die es da draußen gibt, wo natürlich dann auch Bücher verkauft werden. Doch wir gucken uns heute mal an, was da eigentlich hintersteckt. Denn diese Versprechen sind natürlich oftmals gar nicht wirklich belegbar. Denn ich kann einen Menschen nun mal nicht über 100 Jahre in ein Labor einsperren oder ähnliches. Und vor allen Dingen ist das Leben so vielseitig von einem Menschen, dass man das gar nicht so genau kontrollieren kann wie in Tierstudien. Aber Tierstudien geben natürlich Hinweise darauf, inwieweit zum Beispiel intermittierendes Fasten, Kalorienrestriktion, Sport und so weiter dann tatsächlich lebensverlängernd sein kann. Hier hat man das Ganze eben auch bestätigt, was es vorher schon in Studien gab. Wenn man ein leichtes Kaloriendefizit den Tieren gibt, den Mäusen zum Beispiel, dann verlängert das tatsächlich ihr Leben um so ungefähr 10%. Bei Mäusen kann man das immer sehr gut machen, weil die einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, die werden nicht so alt und dann reicht es schon, wie in dieser Studie hier, dass man das Ganze über 4 Jahre mal in verschiedensten Konstellationen ausprobiert. Hier hat man also hunderte Mäuse genommen, hat die halt in verschiedensten Konstellationen dort eben in Gruppen eingeteilt, das heißt Kalorienrestriktion, die einen durften so viel essen, wie sie wollen. Die anderen haben intermittierendes Fasten gemacht, nur zur Nachtzeit, nur zur Tagzeit, solche Sachen. Und dann konnte man sehen, was am Ende wirklich das meiste bringt. Auf den Menschen kann man sowas natürlich trotzdem am Ende übertragen, weil der Stoffwechsel grundsätzlich natürlich ähnlich funktioniert. Ob das aber bei Menschen tatsächlich am Ende 10 Jahre sind, das sei mal dahingestellt. Es ist trotzdem gesundheitlich insgesamt natürlich besser, diese Dinge, die ich euch jetzt hier nenne, mal zu beachten. Ein reines Kaloriendefizit kann tatsächlich schon helfen. Bei den Mäusen wurde da eben so 10% festgestellt. Das Defizit muss auch nicht so hart sein. Das heißt, man muss jetzt nicht 1000 Kalorien im Defizit sein und leben wie ein Mönch oder ähnliches, sondern ein leichtes Defizit reicht schon, dass der Körper vielleicht auch eigene, ja, Sachen, Stoffe abbaut, die sich eben so in den Zellen eben ansammeln. Also Autophagie und ähnliches. Dadurch kann man dann eben die Zellen wieder säubern im Endeffekt, in Anführungsstrichen, und hat dann ein leichtes Defizit, kann aber trotzdem sein Gewicht halten und das wirkt am Ende dann eben auch eventuell lebensverlängernd. Jetzt wollte man bei diesen Mäusen aber was ganz Bestimmtes testen, und zwar wann, zu welcher Tageszeit sie essen. Was hat hier den größten Vorteil? Und man hat gesehen, dass wenn man die Mäuse nur am Tag, also in der Nacht, die Mäuse sind nachtaktiv, deshalb zur aktiven Zeit in der Nacht für die Mäuse. Wenn sie nur dort innerhalb von 12 Stunden ihr Essen bekommen, verlängert das tatsächlich ihr Leben nochmal deutlich. Hier ist man sogar bis zu 30% hingekommen und das bedeutet einfach auf den Menschen übertragen, dass wir vielleicht auch unser Essen jetzt nicht kurz vorm Schlafen gehen oder sowas essen sollten oder vielleicht sogar, wie viele das machen tatsächlich, nachts aufstehen, zum Kühlschrank zu gehen oder ähnliche Geschichten. Die ganzen Snacks zwischendurch sind natürlich auch ein Thema, sondern dass wir uns dann eben hauptsächlich ernähren, wenn wir eben tagaktiv sind, über Tag eben dann ganz normal essen und nicht solche Nachtaktivitäten machen. Ein kleines Kaloriendefizit ist natürlich auch gerade für die meisten da draußen völlig in Ordnung, ja, solange man natürlich kein Untergewicht hat. Und gerade wenn man übergewichtig ist, sollte man erstmal durch eine Diät auf ein normales Gewicht kommen, damit man dann natürlich auch entsprechend die gesundheitlichen Vorteile hat, weil mit Übergewicht gibt es halt deutlich mehr negative Effekte. Alleine schon, wenn man eben sich darauf beschränkt, eben am Tag zu essen und dann eben isokalorisch ist, also auch ohne Gewichtsabnahme, hat das Ganze schon positive Effekte auf eben insgesamt den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel oder natürlich auch sonstige Hormone und so weiter und so fort. Und dementsprechend sollte man sich überlegen, mal so ein intermittierendes Fasten zu machen, so ein Zeitfenster sich anzulegen im Endeffekt. Das muss auch nicht sehr eng sein. Es ist Quatsch oder unnötig, dass man am Ende sagt, ich mache jetzt irgendwie 20-4, also 20 Stunden Fasten, 4 Stunden Essen.
Ihr könnt ruhig ein größeres Zeitfenster machen, fangt ruhig mit 12 Stunden an, dass wenn man morgens aufsteht, vielleicht die erste Stunde dann nichts isst, solange Cortisol auch noch hoch ist, morgens die Kohlenhydrate auch noch runterhält und dann kann man eben sagen, okay, ich esse dann irgendwie nur von 9 bis 9 Uhr oder ähnliches oder ich mache es so, dass ich von 8 bis 8 esse. Das ist halt völlig egal. Vielleicht nicht so kurz vor dem Schlafengehen dann noch viel essen, sondern die größeren Mahlzeiten dann eher auf die Tagesmitte beschränken. Und dann kann man natürlich gucken, okay, ich mache jetzt mal 10 Stunden Zeitfenster, aber dann reicht es auch irgendwann. Je nachdem, wie übergewichtig ich natürlich bin, kann ich das Fenster auch noch kleiner ziehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich sollte es aber natürlich nicht übertreiben, wenn es mich auch irgendwie psychisch belastet, ich dann Heißhunger bekomme oder ähnliches. Generell hat man hier auch zumindest herausgefunden oder die Vermutung, dass diese lebensverlängernde Eigenschaft am Ende daraus rührt, dass dann bestimmte Gene, die normalerweise mit Entzündungsprozessen einhergehen, dass die im Alter eben vermehrt aktiv sind, aber diese Entzündungsprozesse dadurch, dass man eben nicht ständig über den Tag isst oder eben auch ein leichtes Kaloriendefizit hat, ein normales Gewicht hat, dass diese Entzündungen dann eben reduziert werden. Ganz interessant, auch in Bezug auf Long-Covid und solche Geschichten, gab es jetzt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass gerade solche Ernährungsinterventionen extrem hilfreich sein können, um eben solche Entzündungsantworten dann etwas zu drücken, beziehungsweise grundsätzlich, wenn man Entzündungsprobleme hat, in welcher Hinsicht auch immer, ob es jetzt Rheuma ist oder chronische Darmentzündungen, dass man hier eben mal schaut, bei der Ernährung was zu tun, Intervallfasten oder sowas zu machen, dann eben auch noch die Kalorien leicht zu reduzieren. Das ist natürlich alles individuell, aber ihr könnt gerne einen kostenlosen Fragebogen ausfüllen auf pugge.coach und dann bekommt ihr von mir zumindest eine Einschätzung der ganzen Geschichte. Grundsätzlich sollte man natürlich dann auch, gerade wenn es um gesundheitliche Probleme geht, sollte man mit dem Arzt Rücksprache halten, dass dann auch die Werte kontrolliert werden, ob sich dann natürlich was bessert. Natürlich ist die Ernährung auch kein Heilmittel und kein Versprechen, dass man jetzt alt wird oder jede Krankheit heilt, weil jede Krankheit hat halt andere Ursachen. Zumindest kann man aber solche Sachen wie Entzündungen, Bluthochdruck und so weiter eben dann die Chance auf einen schwere körperliche Antwort kann man damit definitiv reduzieren. Und deshalb, wer sein Leben verlängern möchte, wer seine Gesundheit verlängern möchte, der sollte auf die Ernährung achten, sollte aber trotzdem sich nicht verrückt machen lassen, das heißt, sich sein Leben lang zu geißeln und zu leben wie ein Mönch und zu sagen, ich esse jetzt mein restliches Leben nur noch in einem 2-Stunden-Zeitfenster, weil die und die Studie das gezeigt hat, das ist natürlich Quatsch. Weil dann geht natürlich Lebensqualität verloren, die euch natürlich am Ende dann, wenn ihr dann 2 Jahre länger lebt, auch keiner mehr zurückgibt. Also das ist zumindest für mich dann die Sache im Endeffekt nicht wert. Dann werde ich anstatt eben 100, werde ich nur 98 Jahre alt, ist auch in Ordnung. Deshalb sollte man sich da definitiv auch keinen Stress machen. Denn Stress würde das Ganze noch verschlimmern. Also unterstützt mich gerne auf Patreon und schaut auf pugge.coach vorbei. Da findet ihr Ernährungsberatung in aller möglicher Form, was euch gefällt. Füllt den kostenlosen Fragebogen aus und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.